von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kufstein TV, eurem TV-Sender von der Region für die Region. Mit dieser Ausgabe verabschieden wir den Winter und starten mit vollem Elan in den Frühling. Bevor wir loslegen, kommen wir aber zur Programmübersicht für diese Woche. No Limit. Diese Künstler spielen beim größten Pop- und Rockfestival Westösterreichs. Passion. Hans-Peter Grubers sakrale Kunst berührte seine Betrachter. Let's go! Die Kufstein Towers blickten feierlich in Richtung Basketball-Playoffs. Ice Ice Baby mit Ganzjahresschwimmer Horst Karrer im kühlen Nass. Kufstein Unlimited zählt im Veranstaltungskalender der Festungsstadt Jahr ein, Jahr aus zu den absoluten Höhepunkten. Fast schon traditionell wird 3 Monate davor das Festival-Line-Up verkündet. Wer 2024 die Bühnen in Kufstein rocken wird, sehen wir uns gleich nach der Werbung an. Wir feiern gemeinsam 70 Jahre, das ganze Jahr. 70 Jahre, kauf meine bei Spar. Spar feiert 70 Jahre Jubiläum. Das heißt gemeinsam sparen. Und das ganze Jahr. Spar feiert 70 Jahre Jubiläum. Und alle feiern 70 Jahre. Wir feiern gemeinsam 70 Jahre. Gibt's schon Spar. 70 Jahre feiern das ganze Jahr. Egal ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen. Surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von Kufnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Kufstein Unlimited, das größte Pop- und Rockfestival Westösterreichs, geht in eine neue Auflage. Aus diesem Anlass luden die Initiatoren zur Pressekonferenz. Grundsätzlich ist das Konzept ja seit vielen Jahren gleich und es funktioniert auch sehr gut. Also am Grundkonzept ändern wir natürlich nichts. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf ein Partywochenende in der Innenstadt freuen. Es gibt 45, 46 Bands, es gibt sehr viel Live-Musik. Es gibt sehr viele Straßenkünstler auf den Straßen und es gibt einfach eine gelöste Stimmung und man kann die Innenstadt einmal so erleben, wie man sie sonst nicht erleben kann. Das Festival bietet für die ganze Familie was. Für die Kleinen haben wir ein Kinderprogramm, für die Jugendlichen haben wir eine DJ-Zone und Fahrgeschäfte. Und die Bandauswahl ist auch von jung bis alt, dass jeder eigentlich zufrieden heimgehen kann nach dem Wochenende. Wo wir heuer auch neu haben, ist, wir haben einen eigenen Stillbereich für Mütter in der Josef-Ecker-Straße und wir bieten auch Kopfhörer an, also einen Schutz für Kleinkinder. Sehr viele sehr bekannte Künstlerinnen und Künstler sind auf unseren Bühnen schon aufgetreten. Wir haben also auch bei den Top-Acts einen großen Querschnitt auch von den Genres her, also von den Oldschool-Busters bis Lemo, bis Kari Kari. Also es geht quer durch die Genres und es ist sicher auch für jeden dort was dabei. Die Top-Acts des heurigen Festivals sind äußerst vielfältig. Zu ihnen zählen Lemo,
Itchy, Pia Maria und Kari Kari. Ja, ich freue mich eigentlich besonders auf Kari Kari, weil ich glaube, dass die echt eine geile Show machen. Für mich ist ein Highlight die Begeisterung, mit der die Menschen in die Stadt kommen und die Freude, die sie haben, wenn sie durch die Stadt gehen. Also ich stehe mir dann oft irgendwo mitten rein und beobachte die Menschenströme. Und nach dem ganzen Aufwand in der Vorbereitung ist das dann schon ein Genuss, wenn man sieht, es funktioniert und die Leute genießen es. Also das ist eigentlich für mich das absolute Highlight. Besonders ist eigentlich auch, dass über 95% der Bands letztes Jahr nicht gespielt haben. 70% der Bands haben überhaupt noch nie auf einer Limited gespielt. Und ja, es kommt eigentlich voll gut an bei den Bands generell, weil wir haben über 387 Bewerbungen. Das Festival ist bei freiem Eintritt zu genießen. Das heißt, man kann durch die Stadt ziehen, wie man will. Und wir wollen ja auch was für die Bürgerinnen und Bürger und für die Menschen schaffen. Das heißt, es ist auch kein Konsumzwang. Es gibt sehr viele Brunnen in der Stadt, die eine Top-Trinkwasserqualität haben. Also es ist auch sehr willkommen, wenn man sich einfach mal beim Brunnen ein bisschen Wasser runterlässt. Aber natürlich freuen sich auch die Gastronomen, wenn man dort Umsatz macht. Also es ist für alle was dabei. Wir freuen uns schon auf den 7. und 8. Juni, wenn sich die Festungsstadt wieder in eine einzigartige Festivalmeile verwandelt. Nächste Woche auf Kufstein TV. Der Wörgler Hans-Peter Gruber widmet sich schon seit langer Zeit der sakralen Kunst. In der Sparkasse Kufstein eröffnete der ehemalige Klosterschüler nun seine neue Ausstellung Stille Kunst Begegnung. Was in den kommenden Tagen kulturell auf dem Programm steht, erfahren wir direkt im Anschluss in den QTV-Veranstaltungstipps der Woche. Der regionale Künstler Hans-Peter Gruber lud zur Vernissage in die Sparkasse Kufstein. Es ist eine Ausstellung von unserem ehemaligen Mitarbeiter Hans-Peter Gruber, der schon sehr viele Jahre, Jahrzehnte, kann man sagen, künstlerisch tätig ist, das eher im Stillen und im Verborgenen macht. Und wir wollen ihm heute wirklich einen öffentlichen Raum geben, damit seine wirklich tollen und exklusiven Kunststücke auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Es sind alles Passionswerke. Früher war ich ein Krippenbauer. 1991 habe ich angefangen mit Krippen bauen. Und 15 Jahre später habe ich mir gedacht, Passion darf mich reizen. Und bin dann umgestiegen und komme seitdem nicht mehr los. Die Satzung der Sparkasse Kufstein wurde ja 1877 geschrieben. Und diese Satzung verpflichtet uns neben dem Geldgeschäft auch dem Gemeinwohl. Was heißt Gemeinwohl? Also dem Wohlergehen der Region und vor allem den Menschen in der Region dienlich zu sein und hier entsprechend zu unterstützen. Und für uns ist Kunst und Kultur ein wesentlicher Teil des gesellschaftlichen Lebens. Und da leisten wir gerne einen Beitrag. Eines ist ganz besonders an Grubers Objekten. Bei mir gibt es nichts Ähnliches. Das ist der Reiz und vor allem verschiedene Materialien. Sei es Holz, Ton, Plastik, Eisen, Kunststoff. Mit 10 Jahren bin ich da ins Internat gekommen und da haben wir dreimal das Jahr heimfahren dürfen nur. Da ist man jetzt Wochenende im Kloster gesessen und da habe ich eigentlich angefangen basteln und malen und das Religiöse wird automatisch mitgegeben. Ne? Je älter dass man wird, irgendwann kommt die Phase, wo das wieder auftaucht.
wirklich in der Lage ist, Kunst mit all seinen Sinnen zu erfassen, dann inspiriert einen Kunst, dann öffnet die Kunst Herz, Seele, den Geist und bringt Farbe ins Leben, bringt Farbe in eine Gesellschaft, bringt Farbe in eine Kommunikation in der Gruppe und bereichert oder erweitert auch das gesellschaftliche Zusammenhalten und die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Der kreative Wörgler illustrierte seine Werke auch in Papierform. Sehr schöner Bildband geworden und der wird heute da zum ersten Mal vorgestellt. Der ist noch nicht im Handel. Es gibt viele Wege, um die Herzen der Menschen zu berühren. Einer davon ist die Kunst. Von Frauenfeld über Rovereto und Langenlois bis hin zur Festungsstadt. Diese Ausstellung vereint Kunstwerke aus Kufstein und seinen Partnerstädten unter dem Dach der Galerie Dialog. Die Vernissage von Kunst aus den Partnerstädten findet am 1. März um 19 Uhr statt. Danach lässt sich die Ausstellung noch bis zum 29. März, jeweils donnerstags bis sonntags, bewundern. Und das bei freiem Eintritt. Der Niederndorfer Ursprungsmarkt steht diesmal im Zeichen von Ostern. Wie gewohnt warten auf die Besucher kulinarische Schmankerln und regionale Handwerkskunst. Ob Dekoration und Schmuck zu Ostern oder Kuchen, Kircheln und Karspatzeln. Der Ursprungsmarkt stimmt auf die kommenden Feiertage ein. Die Organisatoren freuen sich am Sonntag, den 17. März ab 9 Uhr auf dein Kommen. Vom 20. bis zum 24. März wird in der Kufstein Arena scharf geschossen. In der österreichischen Staatsmeisterschaft und der österreichischen Meisterschaft 2024 werden die Besten der Besten für Luftgewehr, Luftpistole und LP5 ermittelt. Die Eröffnungsfeier mit landesüblichem Empfang beginnt am Donnerstag, den 21. März um 19 Uhr. Wer von zu Hause aus stets dabei sein möchte, hat die Möglichkeit, den dreitägigen Wettkampf online live zu streamen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Sportschützen. Die Lehrenden der Landesmusikschule Kufstein präsentieren sich am 23. März künstlerisch-literarisch. Zum ersten Mal ist auch das Fach Schauspiel beim Kufsteiner Podium vertreten. Dem Motto „Aus der neuen Welt“ entsprechend haben die Stücke stets einen Bezug zu Amerika. Lasst euch verzaubern, verzücken und überraschen. Das Kufsteiner Podium ab 19.30 Uhr in der Landesmusikschule. Am Samstag, den 23. März, holt der Kulturverein Wunderlich Kabarettist Bruno Jonas ins Kulturquartier. Bei der Österreich-Premiere seines neuen Programms „Meine Rede“ erklärt Jonas, warum Besinnung in diesen Zeiten nicht angemessen ist. Panik sei die passende Reaktion auf den vorhergesagten Point of No Return, der Besiedelung der Erde. Los geht der Kabarettabend um 20 Uhr. Die wunderliche Gastronomie verwöhnt die Gaumen ab 18.30 Uhr. Hoshiko Yamane ist eine klassisch ausgebildete, in Berlin lebende japanische Geigerin. Ihre Kompositionen für Streichquartett sind an musikalischer Schönheit und emotionaler Tiefe kaum zu überbieten. Lass dich von ihrer Musik in den Bann ziehen. Am Samstag, den 23. März in der Kulturfabrik Kufstein. Der Verein Klangfarben freut sich auf dein Kommen. Der 30. März steht beim Verein Klangfarben im Zeichen von Jazz, Rock, Blues und Funk. Nach 7 Jahren unermüdlicher Tourneen und 7 veröffentlichten Platten verschlägt es A Love Electric nun in die Kulturfabrik Kufstein. Eröffnet wird der Abend ab 20 Uhr von Gummimamba.
einem Trio, welches bekannt ist für ungestüme Improvisationen. Nach dem erfolgreichen Grunddurchgang in der zweiten Basketball-Bundesliga qualifizierten sich die Kufstein Towers zum ersten Mal für das Playoff. Dieser Erfolg wurde mit einem gemütlichen Get-Together unter Partnern und Sponsoren gefeiert. Kurz vor der spannungsgeladenen K.O.-Phase luden die Kufstein Towers zur Zwischenbilanz mit Partnern und Freunden. Wir sind super zufrieden. Wir spielen das erste Mal in unserer nur relativ jungen Geschichte in die Playoffs von der zweiten österreichischen Basketball-Bundesliga. Am Samstag geht's los und wir haben eine schwere Serie vor uns, aber ich glaube, dass wir gute Chancen haben, weiterzukommen, und von dem her sind wir sehr, sehr stolz auf das, was wir bis jetzt erreicht haben. Natürlich sprach man an diesem Abend über die eigenen Stärken in der bisherigen Saison. In verschiedensten Spielen haben wir da andere Topscorer, das heißt, wir sind sehr ausgeglichen, schwer auszurechnen, und wenn man sich auf zwei, drei von uns fokussiert, dann treffen die anderen dafür mehr. Das ist sicher Stärke von uns heuer, dass wir einfach in der Breite so ein gutes Team haben. Sportreferent Thomas Grimbacher richtete vor den Playoffs einen persönlichen Appell an die Spieler. Ich wünsche ihnen, dass sie da mit Lockerheit reingehen. Das ist ein bisschen eine Draufgabe auf eine ganz tolle Saison. Das erste Mal Playoffs, das muss man locker sehen. Alles, was jetzt daherkommt, das ist, wie gesagt, ein Zuckerl, was oben drauf kommt. Ich glaube, sie sind alle ready. Ich freue mich auch schon fürchterlich auf das Spiel am Samstag und drücke natürlich ganz fest die Daumen. Höchst zufrieden blickte der Obmann auf das vergangene Jahr zurück. Die Entwicklung, muss ich sagen, war wirklich sehr, sehr positiv. Wir haben im Nachwuchs einen irrsinnigen Zulauf. Ja. Es kommen sehr, sehr viele Kinder zu uns Basketball spielen. Das freut uns total. Und wir haben auch wirklich jetzt mit dem Herrenteam ein ganz, ganz tolles Team, das österreichweit eben Kufstein sehr gut vertritt. Und von dem her glaube ich, wenn man auch zu unseren Heimspielen kommt und die Stimmung da sieht und die Begeisterung von den Leuten, dann ist das was, was uns sehr, sehr stolz macht. Neben den sportlichen Leistungen ist eines bei den Towers von hoher Bedeutung. Die Sponsoren sind für uns natürlich ganz, ganz zentral. Ja. Ohne Sponsoren ist kein Leistungssport möglich. Und wir haben ein ganz, ganz tolles Netzwerk inzwischen an Partnern. Und der heutige Abend ist wirklich dazu da, auch mal den Partnern und den Sponsoren Danke zu sagen, sie ein bisschen auszutauschen in lockerer Atmosphäre und gemeinsam einen netten Abend zu haben. Für die entscheidende Phase gab es allerlei motivierende Worte. Sie sind alle total motiviert, sind ein tolles Team, und ich würde sagen, dass sie auf dem Weg, glaube ich, schon eine Meisterleistung bringen können, und ich würde es ihnen wirklich von ganzem Herzen wünschen. Ich wünsche dir daraus alles Gute und dass sie den Titel nach Hause tragen. Den größten Sieg überhaupt. Ja, genau. Also wir machen uns um die Towers keine Sorgen, so wie die drauf sind, genau. Wird das alles gelingen, und alles Gute, Towers. Ja, genau. Ich hatte dann die Möglichkeit, mir Kufstein mal anzugucken, die Perle Tirols, und es hat meiner Freundin und mir sehr gut gefallen, und dann hat es Gott sei Dank auch alles sehr gut geklappt, auch mit dem Stipendium, und ich bin sehr froh, hier zu sein. Nächste Woche auf Kufstein TV. Der Frühling steht endlich in den Startlöchern und auch die Schwimmsaison ist nicht mehr fern. Für Horst Karrer ändert dies wenig an seiner täglichen Routine. Als leidenschaftlicher Ganzjahresschwimmer schreckt er auch vor kalten Wassertemperaturen nicht zurück. Wie das aussieht, sehen wir uns im Anschluss an die Werbung an. Wir feiern gemeinsam 70 Jahre, das ganze Jahr. 70 Jahre Kaufmeile bei Spar. Spar feiert 70 Jahre Jubiläum, das heißt gemeinsam sparen. Und das ganze Jahr. Spar feiert 70 Jahre Jubiläum und alle feiern 70 Jahre. Wir feiern gemeinsam 70 Jahre, gibt schon Spar. 70 Jahre feiern das ganze Jahr. We'll be right back.
Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Horst Karrer hat eine ungewöhnliche Leidenschaft. Okay, heute nehme ich mit etwas zum Aufhacken, wobei ich nicht sicher bin, ob ich es brauche. Natürlich die normalen Badeaus-Sachen und etwas zum Draufstehen. Er ist begeisterter Ganzjahresschwimmer und schreckt auch nicht vor eisigen Wassertemperaturen zurück. Der Lehrer fährt dafür jeden Tag an seinen geliebten Natursee. Als geborener Kufsteiner ist der Hechtsee dort, wo ich schwimmen gelernt habe, bis aufs Schwimmbad halt. Aber dort, wo du schwimmen gehst, ist der Hechtsee. Entstanden ist das alles, weil ich zu schwer war zum Laufen. Habe ich Fersensporn bekommen und ich habe damals über 100 Kilo gewogen. Und über 100 Kilo sollte man nicht laufen. Über das ganze Jahr hinweg kommen beim Kufsteiner so einige geschwommene Kilometer zusammen. Ich bin eigentlich Schwimmer. Das heißt, ich schwimme auch so 1,8 bis 2 Kilometer von Mitte März bis Mitte November, sage ich jetzt einmal, je nach Witterung. Und dann wird es halt weniger. Ich kann bei 10 Grad diese 1,8 Kilometer schwimmen oder 2 Kilometer schwimmen eigentlich. Und das tue ich halt. Und wenn es dann kälter wird, dann schwimme ich weniger weit und zum Schluss hocke ich halt nur noch auf. You know what to do. Für angehende Eisschwimmer hat Helmut Karrer den einen oder anderen Ratschlag parat. Eins muss uns klar sein. Das Wasser kühlt nicht so schnell und nicht so rapide ab wie, wie die Luft. Und das Wasser wird von einem Tag aufs andere, kühlt es maximal ein Grad ab, vielleicht zwei, aber viel schneller kann der See gar nicht abkühlen. Und darum kann man eigentlich schön trainieren, mit dem See abzukühlen, und das ist auch etwas, was ich jedem sage, bitte im Herbst anfangen, nicht mitten im Winter plötzlich das Eis aufhacken. Du musst halt in deinen Körper hineinhorchen, was du schaffst. Es gibt Leute, die sehr gerne sich hineinsetzen und meditieren. Da auch wirklich mit dem Kopf unter. Das machen ganz viele nicht, weil sie eben das Gefühl haben, sie würden dann ersticken. Das ist etwas, was man sich selbst herausfinden muss. Das sucht man sich nicht aus, sondern das tut man einfach. Auf den menschlichen Körper haben die kalten Wassertemperaturen ihre ganz besonderen Auswirkungen. Der Körper fängt an, in jeder Zelle aufzuheizen. Der Körper ist herausgefordert, hat eine, das klingt jetzt sehr theatralisch, Nahtoderfahrung. Er will das nicht, er kühlt ab. Außen, aber innen muss er anfangen, jede Zelle fängt an zu verbrennen, vor allem wenn man dann draußen ist. Dabei schüttest du Dopamin und andere Botenstoffe aus, weil du und die glücklich machen, vielleicht nicht gerade wenn du drin sitzt, sondern wenn du wieder draußen bist, weil du ja eine Extremsituation überlebt hast. Und das ist etwas, was dem Gemüt sehr gut tut, das ist etwas, was dem Körper sehr gut tut. Da gibt es inzwischen eben Wim Hof und andere Studien, die bestätigen, dass das einfach gesundheitlich, wenn man es vertragt, sehr gut ist. Verkühlungen kriege ich für gewöhnlich weg. Ich war lange Zeit von November bis April zu, so Nasen-Nebenhöhlen-Geschichten. Die habe ich seit dem Schwimmen weg. Wir haben ein Restaurant, wo ich dann nachher auch noch essen gehe, wo ich wirklich eine Auszeit habe und dann wieder arbeiten fahre.
Und da ist man dann viel relaxter und ich bin auch der Meinung, dass man auch besser arbeitet, wenn man einmal am Tag sowas hat wie eine Stunde, zwei Stunden Urlaub. Damit verabschieden wir uns auch schon wieder für diese Woche. Bereits nächste Woche sind wir mit Neuigkeiten aus der Region für euch wieder am Start. Bis dahin, alles Gute und Servus, euer Georg Anker.